Recht herzlich willkommen zur 65. Folge von Grand Age Medieval. Ja, hier sind unsere Truppen, die sind ja hier so demoralisiert und das liegt daran, dass die keine Kohle gekriegt haben. Ne? Wenn man hier, glaube ich, drauf geht, dann sieht man das. Die konnten nicht bezahlt werden, Moralverlust. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier tendenziell etwas mehr Geld auf die Schippe kriegen. Ne? Dann klappt das auch wieder, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass wir jetzt händlertechnisch was hinkriegen. Warte mal, irgendwo ist noch ein freier Händler. Wer ist es denn jetzt hier? Achso, den wir schon hatten. Ja, dann würde ich sagen, packen wir mal hier rein. Oder gucken wir mal hier rein. Jetzt haben die hier ja schon mal so, boah, ein bisschen Prunk hier, ne? Den kaufen wir mal ein. Brot. Geht da auch was? Brot geht auch. Und Bier haben wir hier. Bier geht auch. Und dann hatten wir noch Hemden. Da geht aber nicht so viel. Ja, da wird der Preis schon teuer sein, denke ich mal. Das bedeutet, das soll es erst gewesen sein. Fahren dann, jetzt die Frage nach Antalya, fahren wir erstmal hin. Also wir sollten dann auch hier auf Stufe 3 gehen, dass das vorangeht, ne? Ja, hier sieht man schon rote Zahlen, das ist nicht gut. Ja, jetzt hat gerade ein Händler abgeliefert, passt also. So, dann gucken wir mal, was das Geld hier macht, beziehungsweise die Ware hier macht. 810, oh, das ist ja jetzt nicht so der Bringer. Hatte ich jetzt hier nicht eben da eingekauft? Ach, ging nicht wahrscheinlich, weil wir kein Geld mehr hatten, ne? Gut, dann nach jetzt mir bitte einmal hin. Gucken wir, dass wir einen Prunk da loswerden. Sind die immer noch sauer? Ah, Moral steigt. Versorgung ist gut, alles klar. Gucken wir nach. Jetzt hier 1050. Können wir komplett verkaufen. Läuft. Achso, vielleicht kauft man noch was günstig hier ein, ne? Hier, das sieht doch günstig aus. Fälle. Okay, da sind schon die Zahlen wieder rot. Pack's so an, nimm es mit und geh woanders hin. Mit Freude. Ja, laufen wir ein bisschen rüber. So, gucken, dass wir die Ware hier verkauft kriegen. Ist jetzt mit 150 Leuten, natürlich die Gegend fahren, natürlich nicht so dolle, ne? Ja, das ist auch jetzt hier nicht der Wert, den wir eigentlich dafür brauchen, ne? Das geht nicht. Das geht nicht, aber wir wollen doch in Kunja hinfahren. Achso, Aleppo dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Aber wir müssen unsere Truppen moralisieren. So, drei. Oh, das ist ja noch schlechter, der Preis hier. Es geht ja gar nicht. Lass mal nochmal gucken. Vier Einheiten davon. Gehen nicht wegen kein Geld. Lass mal rausgehen, gucken, dass wir weiße Zahlen da oben sehen. 303. 12.000 Miese. Oh. Vielleicht gehen wir jetzt auf Kundschaft, ne? Hm, wird gerade nicht besser, ne? Dreier, Vierer. Können die Händler da nicht kaufen. Ah, Neuner. 300. 1.700. Komm, irgendwo muss mal einer jetzt ankommen und richtig Kohle machen. Oh, miese. Ist jetzt nicht so prickelnd. Hm. 3.000 plus. Ich kann ein bisschen mehr plus mal jetzt erst gesehen. Der Händler kommt da gerade. ...5.000 minus. Truppen sind wahrscheinlich schon wieder moralisch unten. Geld wird noch knapper. Komm, da müssen wir jetzt gucken, dass wir
die Fälle gut verkaufen. Anders keinen Sinn. Und geht gleich runter. Das will ich dann auch nicht verkaufen hier, dann gehe ich lieber weiter suchen. Da ist eine Ruine. Hier sind Waren, glaub, ne? Wäre ja ganz nett, die aufzusammeln, ne? Wie sieht denn hier die Moral aus gerade? Ist bei 0. Läuft also nicht. Ja, das wird auch nichts. Brauchen wir gar nicht probieren. Gehen wir gleich weiter. Ja, gucken wir mal hier rein. Hier gibt es Fälle nachgeschmissen. Also auch nichts. Mit Vergnügen. Das sieht gerade schlecht aus, ne? Straße könnte man mal nachbauen, ne? Oder besser bauen. Das ist mal ein Preis, der einigermaßen was bringt hier. So. Dann gucken wir mal weiter. Ja, die Straße kann man sogar updaten. Und die auch. Kein Geld, deswegen geht das dann doch nicht. Geht nicht. Wir sollen das kosten 12.000 das Stück. Mal gerade warten, bis wir so viel Geld mal haben, ne? Das war jetzt gerade eine falsche Zeit dafür. Ja, jetzt war es eine ganze längere Zeit nicht im Minus. Jetzt wieder. Geht jetzt nicht, ne? Dann wähl's ab. Ah, da ist ja noch gar nichts los, ne? Können wir auch nicht bauen wegen fehlendem Geld wieder. Also, da müssen wir hin. Und das würde hier sogar gehen. Sechse davon verkaufen und da ist genug da und da ist genug da. Okay. Gehen wir da mal hin. Der Trupp baut aber nichts. Schon unterwegs. Nee, 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 du bleibst da. Ich wollte hier hin. Eigentlich einen Gasthof bauen, aber da kommen wir gerade nicht ans Geld. Der Preis fällt dann auch gleich runter. Das sind dann auch nicht so der Bringer. Irgendwo werden wir das wieder loswerden, ne? Das ist nix. Vielleicht hier oben. Die haben eine Hungersnot. Die auch und die auch. Hm, nicht so toll hier oben, ne? Was ist denn hier mit den Bauarbeitern? Können wir die so hier schicken? Ja, kann man. Und da ist ein Steinkreis. Da geht's lang. Okay. Ja, da haben wir die Ware gekriegt. Das war jetzt auch ganz wichtig, das Geld zu holen. Und ich würde mal sagen, guck mal da oben hin. Dann kriegen wir das vielleicht auch hin, ne? War das meiner? Nee, ne? Der war das, ne? Ja. Kriegen wir da was hin? Da geht nichts. Das ist auch falscher Preis. Da geht's lang. Wir sind bald da. Okay, was ist das? Da ist eine Ruine. Dann lauf mal da hin. Wir nehmen den Händler auf, aber das ist der falsche. Das ist der richtige. Gehen wir hier oben nach Wissner und gucken mal, was da los ist. Vielleicht kriegen wir da unsere Fälle weg.
Hier oben ist Hungersnot, da sollte man was zu essen hinbringen, ne? Sechse können wir hier verkaufen. Das ist alles nicht viel, ne? Die haben auch nichts anzubieten. Gehen wir weiter. Da oben ist Warschau. Danzig und Königsberg sind auch zu sehen. Sehr interessant. Da geht ein Teil. Oh, verkaufen wir das. Boah, das ist ja voll doof dann, wenn wir da jetzt nichts loswerden, ne? Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. Budapest, die brauchen bestimmt alle Fälle, oder? Nö. Hier war ich noch nicht Zagreb, oder? Mit denen haben wir doch ganz am Anfang des Spiels, glaube ich, Handelsverträge gemacht, oder? Könnte sein. Das bringt es auch nicht. Schon unterwegs. Gehen wir nach Split. Und? Bringt es auch nicht. Das ist unmöglich. Muss wieder eine Stadt sein, ne? Wo ist der Bautrupp? War der nicht hier irgendwo? Das war der Siedler. Da ist der Bautrupp. Die sollen eine Straße bauen. Und zwar von da nach da. Cooler Weg, oder? Mach mal. Sieht gut aus. Jo. Nächstes Mal können wir dann da lang gehen. Das ist auch, naja. Ja, das ist alle nix, ne? Nach Ala. Irgendwie kriege ich meine Fälle gerade nicht los, ne? Komm, fünf wir weg. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Da ist er erst. Das geht gar nicht. Exquisit. Dann nochmal. Exquisit, ja, ja. Ja, den können wir schon bald einkaufen hier. Exquisit. Ab nach Thessaloniki. Läuft äußerst schlecht gerade. Jetzt müssen wir sie irgendwie verkaufen. Mit Freude. Mit Freude, ja, ja, genau. Da haben wir auch noch Truppen stehen. Interessant. Dann hol die doch mal nach hier unten. Geht das schon? Wird nicht lang dauern. Okay, die laufen schon mal. Das ist schon mal was wert, ne? Das ist der gleiche Preis. Sehr wohl. Sehr wohl, ja. Ich sehe schon, die laufen wieder einzeln da durch die Gegend. Das ist äußerst schlecht, ne? So, verkaufen wir hier was. Da ist ein Warenhaufen. Exquisit. Kriegt das auch einer mit, ne? Die jetzt aber. Die sind auch nebenher gelaufen, du glaubst es nicht. Ja, ne? Wollen wir nicht drüber reden? Exquisit. Ich weiß nicht, wo wir sie verkaufen sollen mehr. Ja, hier geht was. Ich verkaufe sie jetzt für 120. Mit Vergnügen. Dumm gelaufen.
Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.